Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play, wie heißt das Spiel? Immer noch PS 2017, richtig, so ist es. Wie ihr hört, Lennart ist am Essen, finde ich gut, werde ich auch gleich irgendwann machen. Also bei uns gibt es häufiger mal Chips, ich habe keine hier, eigentlich mag ich auch keine Chips, auf jeden Fall nicht so gerne. Dafür esse ich dann doch relativ viele davon. Naja, hassen nicht, aber dafür, dass ich sie eigentlich nicht mag, habe ich relativ viele schon in meinem Leben zu mir genommen. Wie ihr hier sehen könnt, nach unserer Niederlage im letzten Spiel ist Albin Ekdal direkt zum Star-Player geworden. Spieler können in PS 2017 verschiedene Rollen einhaben, die sich auf ihre Leistung im Spiel und auch auf ihre Mitspieler auswirken können. Und auch auf sowas wie Trikotverkäufe, wodurch man dann wohl mehr Geld kriegen kann, aber ob das wirklich so gut simuliert ist, sei mal dahingestellt. Kaifara und Seid haben sich entschlossen, weiter mit uns zu verhandeln. Das finde ich gut. Denn, wie wir gerade gesehen haben, ist so ein Spieler wie Kaifara vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee. Da waren leider die Verhandlungen ja geplatzt beim letzten Mal. Und statt den 1,3 Millionen, die er eben haben wollte, will er jetzt 1,5 Millionen oder 1,6 Millionen. Das werde ich so nicht annehmen. Seid hingegen würde ich jetzt einfach verpflichten, Lennart. Oder was sagst du? Lass die Chips sprechen. Klingt gut. Perfekt. Klingt gut. Dann hätten wir jetzt... Auch wenn Kaisara damit in weite Fahnen rückt. Ja, der wird ja sowieso jetzt wieder ablehnen. Der wollte ja eben schon mehr Geld. Scout. Der Scout hat geliefert. Er sagt, wir sollen Colin Brotz oder Maurizio Molina, den 35-Jährigen, verpflichten. Brotz, der bestimmt so ausgesprochen wird, den Rightback und Colin auch. Die beiden finde ich, er heißt vermutlich sogar Colin. Finde ich, also ich finde irgendwie, das passt mir nicht so richtig. Bei meinem Team können wir sehen, dass Köhler das Team verlassen wird. Und ansonsten bleibt uns nicht viel übrig. Die vorgeschlagenen Jungs bringen uns nicht so wirklich gut weiter, glaube ich. Richtig. Da pumpe ich lieber 20 Millionen in den richtigen Rechtsverteidiger. Leider können wir uns das, bis einige Spieler den Verein verlassen, das Gehalt nicht leisten. Jetzt verstehe ich, was du mit deinem Brezel-Vergleich meinst. Jedenfalls, ich glaube, wir sind erstmal mit dem Kader gefangen, den wir bisher haben. Aber gucken wir mal, wie es auswirkt. Okay. Da, Ronstadt, Götz, Jutta und Kaisara will nicht zu uns. Dafür ist Seid jetzt da. Verhandlung. Das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Genau, Seid ist da, das ist gut. Götz wäre ein Loan-Transfer, das geht leider auch nicht. Also das können wir natürlich annehmen, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld, aber es geht leider nicht auf das Salary-Budget. Jutta hatte ich sowieso nur für Loan angesetzt. Und dann bliebe noch Rönnstadt und auch das ist ein Loan-Offer. Na gut. Der Kader verkleinert sich erstmal für jeweils 6 Monate, aber irgendwie noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Dritten Torhüter können wir auch einfach mal zum Verkauf ausschreiben. Gut, das war noch nicht so perfekt. Wobei ich mal fragen wollte, den dritten Torhüter, den zweiten. Den dritten, das war Mikkel. Das ist ja immer so die Frage mit dem Alter. Martinia ist deutlich jünger als Mikkel. Okay, ich kenne mich da nicht so aus. Mikkel ist, das ist Hürzel, denn, und Mikkel ist 27. Na gut, dann ist es gar nicht so deutlich, wie ich dachte. Dann sind es nur 3 Jahre. Ich dachte, Mikkel wäre inzwischen ein wenig älter. So, Said kommt auf jeden Fall mit auf die Bank. Statt vielleicht, weiß ich nicht, Ostrzelek? Ja. Der Rest kann erstmal so bleiben. Achso, wir könnten überlegen, Said auch gleich in die Stammelf zu setzen, oder? Weil er auf jeden Fall besser sein sollte als Wallace. Völlig richtig. Gut.
Dann spielen wir mit zwei Gesichtslosen, unsere neuen Achse der Gesichtslosen. Besser als die Achse des Bösen. Okay. Dann forwarden wir mal die Time. Bestes Englisch hier auszupacken. Nationalspieler haben wir folgende im Team. Hier steht es noch nicht, aber das kommt auch gleich auf. Wir haben Sechs Stück, glaube ich. weitere Offers für verschiedene Leute. Onstad, Götz, Götz und Jatta. Da steht sechs Spieler. Aber er sagt nicht welche. Ich dachte, das wäre aufgezählt, aber hier können wir es nämlich bei Player Status erkennen. Es sind Giroud, Papadopoulos, Mavrai, Ekdal, Kostic und Zaid, den Saudi-Arabier. Bei den Verhandlungen für unsere Spieler wird geboten, Jung, immerhin 900.000 Euro, aber nichts aus Wage Budget. Auch verloren nur, oder woran lag das gerade? Ja, genau. Gleiches für Porat. Die kommen hoffentlich alle als deutlich bessere Spieler wieder. Hürzel, das wäre gut. Hürzel wird direkt, könnte direkt gekauft werden. Ach, wisst ihr was? Ich werde Hürzel einfach. Da müssen wir nicht noch um 300.000 Euro oder so feilschen, oder? Geld haben Nee. wir erstmal genug. Dann verlässt Hürzel jetzt das Team. Immerhin sind wir wieder bei über einer Million Salary Budget. Und mit einer Million könnte man ja vielleicht sogar ein bisschen was anstellen. Dann können wir nochmal bei Advanced Search nochmal gucken. DMF haben wir ja jetzt. Entweder ein Right Midfielder oder besser noch ein Right Back. Mit diesen starken. Carvajal, der wird wohl eher Wird nicht erschwinglich direkt sein. zu uns kommen für 4,3 Millionen, 4,4 Millionen Euro. Und auch hier steht alles leider über einer Million. Also Ricardo Pereira wäre natürlich ganz nett, weil der nämlich alles auf beiden Seiten spielen kann. Auch einigermaßen schnell Oha. ist. Siehst du, der kann überall spielen. Dem mach doch mal ein Angebot. Ja. Käthe könnte man tatsächlich auch ein Angebot machen. Weil die Frage ist, ob er hier nicht besser ist, weil er deutlich schneller ist. Dafür schlechter in Ballwinning. Machen wir es mal so. Und die anderen sind alle völlig unerschwinglich. Also ich wäre ja immer noch ein Fan von Pereira, aber Pereira. wie viel Ricardo. Geld wollen die denn für den haben? Werden wir gleich sehen. Werden wir Uha. gleich sehen. So, und bevor es fliegt. Und dann sind wir soweit durch. Ich werde aber ein Save machen. Meisterliga 4 sind wir jetzt, Lennart. Uha. Nur, dass du es weißt. Und da es so schön ist, geht es dann gleich weiter, oder? Bei den Verhandlungen haben wir alles immer noch Drogba, den wir verpflichten könnten. Ja. Aber dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, was die Verhandlungen noch so ergeben. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wäre halt schön, wenn wir tatsächlich noch einen Rechtsverteidiger kriegen würden, der stärker ist als unsere beiden. Zweiter Spieltag gegen den FC Augsburg. Lennart, dein Tipp für dieses Spiel. Gegen Augsburg. Puh. Ich tippe auf ein. Ich hätte ja normalerweise auf ein Unentschieden getippt, da das aber bei diesem Spiel doch relativ selten passiert. Ja. Tippe ich trotzdem auf ein 1 zu 1. Ich habe Sehr keine gut. Ahnung. Dann gehen wir mal ins nächste Spiel und gucken, was tatsächlich passiert.
Okay, Farben stimmen jetzt auch. Stadion muss sich auch nicht ändern. Auf geht's. Der Neumann hat übrigens die Nummer 4 gekriegt. Bad Stuber läuft mit der 3 auf und Ramos mit der 9. Das hat also alles ganz gut gepasst, ohne dass wir da irgendwas für von Hand hätten einstellen müssen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. To everyone across the globe. We should be on the way very shortly. The players will be with us anytime now. So, ich überspringe jetzt mal die... Ah, da ist unser neuer Mann im Fokus. Und dann kann es losgehen. So, diesmal verspielen wir vielleicht nicht sofort den Ball, sondern lassen uns etwas mehr Zeit. Okay, es läuft wie bei Rocket League. Übrigens, falls ihr das noch nicht gesehen habt, sehr zu empfehlen. Und machen die Abwehr wir auf. Wir heben wieder das Abseits auf. Tja, das ging schnell. Da kommt der alte Isländer und macht das Tor. Warum war das kein Abseits? Weil unten die Nummer 2, der Herr Diekmeyer, der sich dann hätte noch irgendwie eine Karte abholen möchte, das Abseits aufhebt. Natürlich gut. Warst du das? Ich glaube, das war keiner von uns beiden. Wir beide waren die beiden Idioten, die in der Mitte das Feld aufgemacht haben. Sehr gut. Habe ich 1:1 getippt? Ja. Habe ich mich ins Abseits gestellt? Eigentlich nicht. Na, schon. Irgendwie schon. Hm. Eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Es ist halt etwas nervig, dass unsere Spieler irgendwie einen Lag von 3 Minuten haben. Und der Gegner dann immer sofort da rumsteht und den Ball erobert. So. Jetzt ist vorne wieder frei. Ja. Schön. Kommt. Na, schade. Ich dachte, der in der Mitte läuft durch, aber... Das war ja erst ich und dann warst du's und damit war schon alles verloren. Also nicht dadurch, dass du's warst, sondern dass es gewechselt hat zwischendrin. Diekmeyer hebt das Abseits wieder auf. Ich glaube, wir sollten mal irgendwas an der Taktik umstellen. Ja. So penetrant wie der nämlich das Abseits da unten immer aufhebt. Puh. Das war eng, aber wir haben ja Radler im Tor. Ja, der fliegt direkt wieder zurück zum Gegner. Ah, das war natürlich ein Foul. Damit mache ich mir jetzt erstmal eine Schokolade auf. Auch Ramos. Schön, wie er den da vorbeikollern lässt. Aha. Interessante Auslegung der Vorteilsregel. Mhm. War nur gut. Achso, er hat ihm auch einfach ins Gesicht geschlagen. Aha. Mhm. Sollte ich meine Controller-Einstellungen nach dieser Folge vielleicht mal ein bisschen umstellen? Stimmt, aber das werden wir sowieso wieder vergessen. Sehr schön. Okay, sehr gut. Oh, den spiele ich auch noch an. Ich wollte erstmal aus dem Abseits rauslaufen. Habe ich dann auch gesehen, dass der zwar schön frei steht, aber naja. Leicht im Abseits. Warum stehen die sich eigentlich alle im Weg?
Weil sie sonst das Abseits nicht so gut aufheben können. Also das nervt mich ein bisschen, dass man immer nur eine halbe Sekunde Zeit hat zum Reagieren und dann den Ball sofort verloren hat. Gehen wir nicht drauf. Ja, dass ich ein bisschen langsamer reagiere, mag durchaus auch ein bisschen an Shareplay liegen, aber... Ja, aber trotzdem. Das ist ja nicht ein Problem bei dir, sondern bei uns beiden. Und wenn ich dann sowas sehe... Oh. War natürlich ein guter Pass. Hm. Gut, dass du stehen bleibst. Ich war der in der Mitte. Nicht ah, okay. Der Außen. Jetzt haben wir ja einen Videobeweis. Ob du mich hier anlügst. Oha. Ich hatte nämlich erst den Punkt über deinem Kopf gesehen und sah, dass du liefst. Und dann hast du vermutlich gerade schon vorher den Spieler abgewählt gehabt. Deswegen blieb er stehen. Sehr schön. Das ist jetzt ein bisschen zum Kotzen. Aber okay. Jeder Schuss geblockt. Mhm. Jeder. Der hier. Und der auch. Hätte ich nicht abgebrochen. Entschuldigung. Kein Ding. Können wir uns darauf einigen, dass Diekmeyer einfach nie da ist, wo man ihn braucht? Da zeigt der neue Mann gleich mal, was er kann. Oh, sind die langsam. Ja. Sind die langsam. Ja. Der gute Papadopoulos. Wir brauchen mal ein Tor, Lennart. Irgendwie schon. Mhm. Out to the flank. Now here's the through ball. Ach. Schade, da sah erst so aus, als ginge er in Richtung Ramos. Das wäre gut gewesen. Ja, aber auch der zweite Ball wäre jetzt gar nicht so schlecht gewesen, aber der war irgendwie ein Tick zu hoch. Zu stark. Schade. Aber okay. Ich würde sagen, wenn wir jetzt noch zwei Tore machen, dann ist alles gut. Ich glaube auch. Diesmal etwas ausgeglichener, wenn gleich der Ballbesitz genauso ist wie das gesamte letzte Spiel über. Wie sah es denn aus mit Ballbesitz? 45-55. Okay. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal. Also die sind abwehrmäßig eigentlich relativ furchtbar. Warum springt er denn nicht richtig hoch? Zumal er das ja kann. Ja. Schade. Das wäre eine ganz gute Torchance gewesen eigentlich. Hintenrum. Oh, eigentlich nicht so weit nach hinten. Foul? Vielleicht? Leider nicht. Also das Spiel ist nicht ganz so wie bei FIFA, wo man beim Torschuss den Spieler einfach umtreten darf, wie man will. So ein bisschen zählen tut er das schon, aber es geht schon in die Richtung. Kommt nach unten. Och, gib mir doch den Ramos. Ja. Leider nicht. Dann hätte man nämlich mal schnell spielen können.
Ja, wobei manchmal haben wir, also manchmal immer haben wir das Problem, dass wir eigentlich eher zu schnell spielen. Ach, von Flanken klappt hier noch nicht. Sehr schön. Sehr schade. Den hast du. Den hat Radler. Dass man vielleicht nicht als Pass in den Lauf spielen soll. Aber ich muss sagen, wenigstens Saif gefällt mir relativ gut. Da hätte ich jetzt mit dem Eigentor gerechnet durch Radler. Ja, Said gefällt mir auch ganz gut. Jetzt wird es aber vielleicht mal Zeit, dass wir irgendwas an unserem Spiel ändern. Und damit fangen wir mal mit der überfälligen Auswechslung an, oder? Gut, alles andere können wir jetzt mal so lassen. Dickmeier humpelt nach draußen. Wenn er auf dem Platz nur humpelt, dann ist das ja hier auch in Ordnung, dass er dann weiterhin humpelt. Okay, ja, solche Aktionen mag ich halt nicht, dass er dann erstmal versucht, irgendwie den Ball mit der Hacke mitzunehmen. Den habe ich übersehen. Der hat sich hinterm Schiri versteckt. So, jetzt haben wir die Chance. Ich versuche, auf den langen Pfosten zu gehen. Und auf den kurzen. Das war sehr, sehr schön gespielt, Lennart. Und ich entschuldige mich im Namen von Adrian Ramos für dieses stümperhafte Vergeben dieser Torchance. Ja, gut, der kam jetzt aber auch ein bisschen überraschend vom Regenbogenschuh auf den kurzen Pfosten, aber sehr nee, schön. Nee, ich habe es ja lange gesehen. Ich habe ja auch den Laufweg drauf angepasst. Also, besser gesagt, habe ich gesagt, ich gehe auf den langen Pfosten und bin dann doch auf den kurzen Pfosten gelaufen. Die Überraschung war ja eigentlich auf meiner Seite hier. Also, oh. Oh, da sollte er nicht hin. Das dachte ich mir. Hast du den? Nein, schade. Aber den habe ich. Tackeln war schon immer eher so deins. So, und jetzt doch nicht auf den, der in der Mitte ist doch durchgestartet. Oh. Mann, das mit den Flanken klappt noch nicht. Das mit der Abwehr klappt überhaupt nicht, weil unser Linksverteidiger immer sonst wo steht. Das mit den Kopfbällen klappt vor allen Dingen auch noch überhaupt nicht. Na, jetzt gibt es noch den Freistoß oder gibt er Abseits? Ja. Verstanden, so ein paar im Abseits, okay. Ja. Ah, die sind ein paar, das wusste ich gar nicht. Ist das schon offiziell? Ja. Gut. Gestern in der Glamour. Ah. Schiri? Also offensichtlich hat er nicht den Ball gespielt. Jetzt hätten wir ja den Einwurf gekriegt. Ja, dass er 9 eine Stunde braucht, um den Passer zu spielen. Aber wir treten ihn wenigstens die Spieler kaputt. Das ist gut. Und den Rasen. Ach, wir spielen zu Hause. Naja. Das ändert nichts dran. So, ja, dann kommen jetzt Ekdal und Said kann nach vorne und dann können wir noch Balace bringen. Man muss Said mal zeigen, was er vorne kann. Immer gerne. Ah ja, sehr gut. Das war sicherlich nicht vorberechnet, dass meiner da ausweicht. Und der Computer am Ball bleibt. Ja, war mein Laufweg leider auch suboptimal, sag ich mal.
Ramos can shoot here. Ja, schade. Bis dahin sah es ganz gut aus, weil ich dir auch ausnahmsweise mal nicht in den Weg getackelt bin, um den Ball abzunehmen, auch wenn es ganz knapp davor war. Interessant. Interessant auch die Parade des Torhüters. Halb abgeschossen. Denk dran, dass du mit R2 einblenden kannst, wo du hinschießt. Auf den Kopf von niemandem. Oh, schade. Der gute Gotoku. Schalt mal ein bisschen offensiver. Also auf maximal. Kommt. Ramos steht. Das ist wie immer zu weit. Wie immer viel zu weit. Entschuldige mich jetzt schon mal. Ja, ich nehme an, das war keine Absicht. Diesmal nicht zu weit, diesmal zu kurz. Da stehen 20 Mann von uns im Strafraum. Da steht noch einer. Spielen, genau. Nochmal, genau. Müller mit der Flanke, zu kurz. Foul? Foul? Wir drücken gerade so ein bisschen. Ja, wird auch Zeit, wenn du mal auf die Uhr guckst. Und wieder eine Scheißflanke. Schade, schade, schade. Der entscheidet sich für den günstigen kurzen Abwurf. Günstig für uns, sehr schön. Den haben wir noch. Da wäre kurz, glaube ich, besser gewesen. Den hätte ich auch nochmal ablegen können, dann, aber so klug war ich dann nicht. Ja, schade. Wir starten HSV-like in die Saison. Die beiden griechisch-römischer Ringkampf oder sowas in der Art. Griechisch-augsburgischen Ringkampf. Ja. Augsburg als alte römische Kolonie. Ja, hätten wir nicht das Gegentor in der 4. Minute gekriegt, hätte das Ganze ganz anders ausgesehen. Danach waren wir nämlich eigentlich ziemlich überlegen. Schade, schade, schade. Ja, aber das hält, glaube ich, die Spannung hoch für die Zuschauer, dass sie, nachdem sie hier die anderen Ergebnisse gesehen haben, Frankfurt gewinnt auch das zweite Spiel und bleibt damit in der Tabellenspitze. Wir rutschen auf den 15. Aus Leipzig. Richtig. Wir sind doch langsam echt in HSV-Regionen mit Platz 15, würde ich behaupten. Völlig richtig. Wir sollten uns den 16. Platz so schnell wie möglich sichern und nicht mehr hergeben. Nichtsdestotrotz, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Bis dann.